Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Channel von www.der-trump.de zu einem weiteren Verkostungsvideo. Heute bei mir auf dem Tisch der Nadura von Glenlivet. Ein Whisky in Fassstärke abgefüllt, im Oloroso Sherryfass gefinisht. Wer letzten Freitag unser Live-Tasting mitgemacht hat oder mal reingeschaut hat, der weiß schon, wie ich ihn finde und was ich davon halte. Heute machen wir es mal ohne, dass wir drei vorher trinken. Heute probieren wir ihn ganz frisch. Ein bisschen Wasser haben wir auch auf dem Tisch stehen, um zu gucken, ob wir es brauchen zum Verdünnen oder ob es so geht. Der Gute kommt mit, lasst mich nicht lügen, 60,2% daher. Steht bei uns im Shop und um die große Flasche nicht aufmachen zu müssen, haben wir einen kleinen 2CL-Sampler hier. Und dann werden wir das gute Stück jetzt mal probieren. Unglaublich facettenreich in der Nase. Rote, reife Früchte. Vielleicht noch Aprikose dabei. Unglaublich schöner, unglaublich ausgewogene Nase. Glenlivet sagt, glaube ich, noch eine Strawberry, also eine Erdbeere, die rieche ich nicht. Nichtsdestotrotz ein unglaublich schöner Whisky. Unglaublich tolle Nase. Und jetzt probieren wir mal pur, also auf die 60,2%. Gucken, wie er sich da macht und ob er dann vielleicht noch mit ein bisschen Wasserverdünnung danach aufgeht. Wow. Was ein Antritt. Natürlich 60%, ja, ich wiederhole mich mittlerweile, die dabei herkommen. Unglaublich stark, fruchtig, das explodiert förmlich. Es kommt so eine schwerere Süße dazu von Schokolade, aber auch nicht so dunkel. Eher so eine, fast schon in die Vollmilchschokolade reingehend. Unglaublich schön, unglaublich toller Whisky. Wir probieren den jetzt nochmal mit ein bisschen Wasser dazu, ob da noch mehr kommt. Aber ich weiß gar nicht, ob da noch mehr kommen muss, um da wirklich einen hervorragenden Whisky draus gemacht zu haben. Das ist ganz, ganz toll. Nicht ganz das beste Glas zum Ausgießen, weiß ich, aber das ist schon. In der Nase bleibe ich dabei. Aprikose, definitiv Kirsche, rote Früchte. Ganz toll. Spritzerchen Wasser macht ihn noch facettenreicher. Es bleibt ein sehr, sehr starker Antritt da.
Dafür habe ich nicht genug Wasser reingeschüttet, um das runter oder wegzunehmen. Aber das ist ja auch nicht gewollt. Er bleibt süß, er ist wirklich fruchtig. Es kommt noch so eine leichte, ganz, ganz leichte Gewürznote von Zimt dazu, würde ich behaupten. Glenlivet hat da einen unglaublich tollen Whisky auf den Markt gebracht. Bei uns im Shopsystem www.der-trump.de könnt ihr ihn erwerben. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, haltet euch an die aktuell nötigen Vorschriften und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert das Glöckchen, wir sind mittlerweile im Flow, wir bringen alle jede Woche 2 neue Verkostungsvideos raus aktuell. In dem Rhythmus möchten wir auch weitermachen und daher bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.